Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und heute gibt es mal, ich gehe jetzt ein paar gibt es heute ein paar Glitches für euch, und zwar für die ersten. Ich muss den erst töten, Leute, tut mir leid. Fetter Wichser. Ja, auf jeden Fall gibt es heute für euch. Frotze. Gibt es heute für euch Secret Locations, und zwar für die erste begibt ihr euch. Ich hab jetzt Sterne, ich glaub's nicht. Begibt ihr euch hierher, an diese Location. Ey, der Wichser! Den muss ich gleich töten. Hier hin und fahrt einfach so nah wie möglich an die Wand. So ungefähr an diese Stelle. Ich euch an eurer Stelle ein Fallchen besorgen, weil ihr könnt hier reinklettern. Und dann seid ihr als erstes hier drin. Hier könnt ihr rausschießen. Und hier könnt ihr auch rausschießen. Und eure Gegner können nicht reinschießen. Und ich zeig's euch kurz. Boom. Boom. Und wenn ihr zum Beispiel euch vor Online-Spielern verstecken wollt, dann ist es auch ganz gut, weil ja, die können euch halt nicht sehen. Die können auch nicht durch die Wand durchschießen halt. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier halt runter. Ich habe jetzt kein Fallschirm. Oh, und auf jeden Fall könnt ihr hier halt unter der Map rumfliegen. Und ja, ganz einfach. Alles klar, ich spawn, er gibt mir. Und ja, das war Nummer Uno. Kommen wir jetzt zu Nummer Dos. So Leute, für den nächsten Glitch benötigt ihr den LRG. Und es muss der LRG sein. Und ihr wisst nicht, wie oft ich diese Stelle jetzt schon aufnehme. Man weiß nicht, ob das nur mit dem Ding funktioniert. Und dafür begebt ihr euch an diese hier Location hier. Ihr müsst unter der Brücke sein, und jetzt fahrt ihr hier vorsichtig runter. Ganz vorsichtig, so wie ich. Hier nach rechts und dann langsam hier gegen. Jetzt müsst ihr hier aussteigen. Und nicht geradeaus, ihr müsst nach links gehen. Wow. Nach links. So hier. Jetzt könnt ihr nach vorne. Wenn ihr dann spawnt, müsstet ihr in einer geheimen Garage spawnen. Nun seid ihr in einer geheimen Garage, wo ihr euch auch vor den verfickten Cops verstecken könnt. Letztens war mir so passiert, ich bin hatte Cops, die Sterne gingen weg, und hier hingen die Cops zur Hälfte drin. Man hat nur die Köpfe und die Füße gesehen. Auf jeden Fall geil. Ihr könnt es ja mal selber probieren. Und irgendwo kann man hier noch durch. Wo war das? Ich glaube hier, ne? Ja, hier. Hier geht es aber nicht weiter. Area under. LOL! Secret! Secret! Ich ga Eck! Garage! Auf jeden Fall, die einzige Möglichkeit, hier wieder rauszukommen, ist. Ups. Ihr müsst euch selbst umbringen. Kriegst eine Pille, bitte. Okay. Okay. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Location, und zwar ich leih mir kurz den Car aus, Schätzchen, und zwar kann man an dieser einen Stelle, wie soll ich sagen, man hat dort drei Möglichkeiten etwas zu machen, und ja, da begebe ich mich jetzt hin, und dann sehen wir uns gleich. So Leute, die letzte Location für euch befindet sich genau hier. Und zwar, ich mache das jetzt nicht. Ich steige jetzt mal aus. Ich habe das Auto extra hier hingestellt. Hör auf. Ihr könnt dort nicht reinschauen und reinschießen. Und ja, auf jeden Fall müsst ihr jetzt hier reinlaufen, rübergehen. Dann, wenn ihr hier so drin seid, drückt ihr R1. Eins sagte ich, dann lehnt ihr euch automatisch an diese Wand hier an, und ihr könnt nach draußen ballern. Nicht, wenn ihr angelehnt seid, Mann, nach draußen schießen. Und ich kann hier nicht ballern, weil hier dieses Teil davor ist, und hier ist noch eine Wand. Auf jeden Fall könnt ihr hier rausballern, niemand sieht euch,
Und ja. Und man kann auch nicht reinballern von außen. Das sei noch mal gesagt. Aber kann ich C4? Scheiße. Mach einfach die Granate. Und auf jeden Fall solltet ihr jetzt. Ah, scheiße. Hier runterspringen. Landet ihr automatisch in einer Garage. Normalerweise müsstet ihr eigentlich in die Ego-Perspektive gehen, um alles zu sehen, aber irgendwie klappt es auch. Ihr könnt sogar hier die Leute erschießen. Und warum ist es da der einzige Mensch, der da ist? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, ab und zu ist hier ein Auto. Komischerweise. Und ich verstehe nicht, warum Rockstar Games hier diese ganzen Texturen macht, wenn man hier eigentlich eh nicht hin kann. Ich verstehe es eh nicht. Aber ja. Hier ist auch, da könnt ihr nicht raus. Und wie gesagt, wie eigentlich immer, ist der einzigste Weg, sich selbst umzubringen, kommt ihr wieder raus. Und dadurch, also an der gleichen Stelle gibt es ja drei Sachen. Eben habe ich euch die zwei gezeigt, wo ihr euch raus, wo ihr rausballern könnt und euch verstecken könnt in der Garage. Und halt, ja, ja, jetzt kommen wir zum, jetzt gehen wir zu der, zum gleichen, zur gleichen Location. Und so kommt ihr unter die Map und könnt euch von den Cops, von den Cops flüchten. Und zwar müsst ihr das so machen, ihr geht wieder hier rein, drückt R1 wieder, damit ihr hier seid, und dann springt ihr hier runter. Aber bevor ihr das macht, ihr braucht einen Fallschirm und ihr müsst die ganze Zeit nach oben ziehen, damit ihr sehr, sehr langsam fliegt mit dem Fallschirm. Und ja, wenn ihr dann wieder gespawnt seid, habt ihr die Cops los. Und ich falle jetzt hier einfach mal runter, normalerweise kann man hier schweben. Und ihr seht, ich bin unter der Map. Und spawn ganz normal wieder hier oben, mir ist nichts passiert. Und ja. So, auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns ein positives Like und abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao. Ciao.